Und wie ihr diese Betten baut, das zeige ich euch in dieser Folge. Ladies and Gentlemen und damit ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal LP Al Dente zur mittlerweile, boah, ich weiß das nicht, 6. oder 7. Folge, keine Ahnung, von meiner Minecraft-Einrichtungsserie. Heute haben wir Thema Betten. Ihr seht schon hier drei unterschiedliche. Einmal ein kleines Einzelbett, ein Doppelstockbett und so ein, na gut, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, die Teile heißen Himmelsbett. Hier hat sich irgendwie das Kopfkissen verpisst, na egal. Ja, und dann fangen wir gleich mit dem ersten Bett an. Und zwar ist dieses Bett in den Boden eingebaut. Dafür hebt er hier eine 3x3 große Fläche aus. Das sieht dann ungefähr so aus. Dann setzt ihr diese Treppenstufen so hier hin. Ihr könnt da jede beliebige Treppenstufe nehmen. Ich finde aber diese aus diesem roten Gestein, ich weiß gar nicht, wie das heißt Red Sandstone, finde ich eigentlich am besten aus. Dann kommen hier zwei Bücherregale hin, damit man abends auch noch was lesen kann. Das Bett hier so eingelassen. Dann zwei Fences. Da könnt ihr ja, wenn ihr in der 1.8 spielt, auch jeden beliebigen Fans nehmen. Ich finde die roten gut, diese Akazienholzteile, weil die halt zu diesen roten Stufen passen. Und hier oben packen wir Trapdoors drauf. Es wird schon wieder Nacht, das finde ich unverschämt. Dann kommt hier eine Fackel hin, ein Itemrahmen und. Ja, läuft. Und ein Amboss rein. Dann hält das die Fackel. Läuft bei mir. Ja, gut. Und das ist schon das erste Bett. Das zweite Bett ist auch recht simpel gebaut. Dafür braucht ihr eine 1x4 breite Fläche. Dann kommt hier unten Wolle hin. Ihr könnt die Wolle auch weglassen, aber oder zum Beispiel Holz drunter machen. Das ist euch überlassen. Dann kommen hier zwei Blöcke eurer Wahl hin. Es müssen solide Blöcke sein. Dann ein Bett oben drauf. Dann kommen die Blöcke wieder weg. Das Bett unten drunter. Dann kommen hier zwei Stufen, können wieder welche sein, die ihr wollt. Dann Smooth Sandstone hier hin. Der Teppich hier, der muss weg. Da kann so ein gleichfarbener Wollblock hin. Und dann kommen hier zwei Treppen hoch. Ihr müsst den Teppich nicht machen, könnt ihr auch einfach einen Holzboden reinziehen. Das geht natürlich auch, dann müsst ihr das hier nicht wegmachen. Aber so kommt ihr in das untere Bett und in das obere Bett. Das dritte und damit letzte Bett dieser Reihe hat eine Grundfläche von 4x4. Das heben wir hier aus. Ja, da ist jetzt noch Wolle, das stört aber nicht sehr. So, 4x4. Das sollte stimmen, genau. Dann setzt ihr wieder Treppen eurer Wahl hier rum. So und so. Die gehen hinten bis an die Wand. Hier vorne muss ein Block eurer Wahl hin. Den müsst ihr nicht machen. Ihr könnt das zum Beispiel auch bis auf den Boden gehen lassen. Aber ich finde, das sieht dann einfach stabiler aus. Hier in die Treppen könnt ihr zum Beispiel noch so rumlegen, damit das Ganze noch so in die Wand sich abschließt. Dann kommen hier zwei solche Zäune drauf. Die können auch sein, wie ihr wollt. Dann kommt dieses Dach oben drauf. Das kann auch sein aus einem Block, den ihr wollt. Das könnt ihr alles selber entscheiden. Ihr könnt das zum Beispiel auch aus Wolle bauen, alles. So, das ist so perfekt. Dann kommt hier unten das Bett rein. Da nehme ich jetzt einfach hier solche Seelaternen, weil die, glaube ich, weil Teppich, glaube ich, lichtdurchlässig ist. Dann leuchtet das noch ein bisschen. Dann kommt hier so eine 2x2 große Fläche mit rotem Teppich. Und als Kopfkissen wird weißer Teppich angedeutet. Hinten in die Wand, da muss ich mir schnell die Treppen holen, da bin ich jetzt zu voll ins Menü zu gehen, kommen diese Treppen. Als kleine Ablage habe ich mir das gedacht. Dann hier oben die Bücherregale, damit man was zum Lesen hat. Hier unten kommen zwei Seelaternen für die Beleuchtung hin. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche Fackeln benutzen. Und um das Ganze abzuschließen, nehmen wir noch einen Banner. Ich nehme jetzt hier diesen Light Blue Banner, weil ich finde den sehr cool. Da drüben habe ich, glaube ich, dunkler Banner genommen. So. Genau, und damit ist dieses Bett auch fertig. Wichtig für das Bett, damit es nicht hier so eingequetscht aussieht, ihr braucht dafür sehr viel Platz, dann wirkt das Bett erst richtig. Ihr seht, ich habe ja noch so Wollblöcke genommen und dann so als Kante einen Teppich einen Block später gesetzt. Und dann würde ich doch schon sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr seht hier schon, ich habe hier schon ein bisschen was eingebaut mit Schwarz, damit ihr das nicht seht. Das kommt nächste Folge, das schaffe ich aber heute nicht mehr aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, in 2 Tagen kommt die nächste Einrichtungsfolge. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.